Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Quick-Tutorial-Reihe, mittlerweile Folge 5. In der letzten Folge habe ich ja die Enums gezeigt und auch darauf auf Booleans verwiesen. Gegen meine Erwartung habe ich vergessen, dass ich die Booleans noch gar nicht erklärt habe. Dementsprechend möchte ich einmal nochmal heute auf Booleans eingehen. Booleans sind eigentlich ganz simple War-Falsch-Aussagen, wie auch schon im letzten Video erklärt. In Datenbanken werden sie häufig mit dem Zustand 0 oder 1 angegeben. Gespeichert werden sie halt auch mit 0 oder 1. Weil prinzipiell ist es nichts anderes außer halt entweder wahr oder falsch. Wir können auch nicht mehr. Gespeichert werden die ganzen halt in Java, werden sie als Bool geschrieben, Boolean, in PHP als Bool. Schreibt man halt einfach hier zum Beispiel, wir machen jetzt mal ein public Boolean test. Den setzen wir standardmäßig auf false. Wofür sind Booleans wichtig? Prinzipiell begleiten uns Booleans überall. Auch bei Abfragen. Wenn ihr jetzt abfragt, if string.equals String habe ich jetzt nicht da. Machen wir mal einen String. String test gleich. So. Kommt jetzt auch test rein. Dann machen wir jetzt einfach if test.equals und dann fragen wir ab test. So. Prinzipiell haben wir hier schon ein Boolean. Warum haben wir hier ein Boolean? Naja, wir fragen ab if test equals test. Der Rückgabewert hier ist ein Boolean. Ganz einfach, weil entspricht test test, wenn ja, geben wir uns ein Boolean zurück mit true, wenn nein, gibst du uns false zurück. Das gleiche ist zum Beispiel if 1 gleich 2. Also die Variable i, nennen wir sie ja mal als int i gleich 2 und dann fragen wir if i gleich 2. Die Abfrage ist halt auch eine Wahr-Falsch-Aussage, wenn, dann. Und das ist halt auch, es gibt halt alles, was in einem if ist, ist halt immer ein Boolean. So, und der Vorteil an Booleans ist halt, man kann sie halt im Status ändern. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, test ist gleich true zu Anfang. If test, das ist jetzt auch sozusagen eine Option, die ihr habt. Ihr seht jetzt hier oben, also ihr seht jetzt hier test, setze ich auf true. Dann frage ich ab if test. Generell, wenn ich sozusagen if test abfrage, frage ich immer auf true ab schon von vornherein. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel gar nicht auf true setzen. Ihr könnt prinzipiell gleich true fragen, wäre eine Option. Aber prinzipiell bräuchtet ihr es eigentlich nur bei gleich false, weil generell fragt ihr schon auf true ab. Das heißt, ihr könnt jetzt hier abfragen if test. Wenn es true ist, dann gebt ihr zum Beispiel aus system.out.println und dann halt ja. Und ansonsten gebt ihr halt zum Beispiel false aus. Dementsprechend ist halt falsch schon. Nein, müsst ihr ausgeben. So. Ups. So. Prinzipiell sozusagen begleiten uns Booleans dementsprechend überall. Wir können halt überall mit Booleans arbeiten und Booleans sind sozusagen immer die Wahr-Falsch-Aussagen. Dementsprechend halt eigentlich ein ganz simple Geschichte. Wo setzt man sie jetzt zum Beispiel sinnig ein? Naja, zum Beispiel, wenn ihr eine Aussage habt, die gesetzt werden muss. Zum Beispiel, ist der Spieler, wir können zum Beispiel setzen, ob der Spieler visible ist. Wenn der Spieler visible ist, dann ist der Boolean auf true. Wenn nicht, ist er auf false. Das ist eine ganz einfache Statusabfrage. An der Stelle visible kann ja der Spieler nicht mehr haben. Er kann ja nur entweder visible sein oder er kann es nicht sein. Von daher brauchen wir halt auch zum Beispiel nicht mehr als ein Boolean. So ein Enum wie halt in Folge 4 unserer Quick Tutorial. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal reinschauen. Oben jetzt in der Infokarte. Hat er halt so ein bisschen. Funktioniert halt anders und beziehungsweise wird auch nicht gebraucht, weil wir haben nicht mehr als zwei Statis. Prinzipiell sind halt also Booleans immer sinnvoll, wenn man zwei Statis hat und sicher weiß, dass nicht mehr hinzukommt. Zum Beispiel visible. Es empfiehlt sich nicht zum Beispiel für einen Game-Status, wie ich es ja schon in der Enumeration-Geschichte erklärt habe. Wenn man zum Beispiel den Game-State Waiting hat, Lobby, In-Game und Endgame. Und man fängt an nur mit Lobby und Waiting. So, dann setzen wir das auf den Boolean, das bringt nichts, weil später werden eh noch mehr Gamesets hinzukommen, das kann man zumindest absehen. Bei Visible nicht. Und dementsprechend, da setzt man halt Booleans sinnvoll ein und sind halt einfach recht einfach und vor allem, verbrauchen fast keinen Platz. Ein Enum verbraucht deutlich mehr Platz als ein Boolean. Von daher
Ruins sind halt immer sinnvoll, wenn man wirklich weiß, dass man nur die zwei braucht. Und die sparen halt einfach gänzlich Platz. Von daher ist es besser, sowas zu nehmen, als was anderes. Es ist prinzipiell halt ein Int mit, ja, einem Bit. Und das ist halt das, was man hinter Booleans versteht. Ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt gefallen und ihr habt soweit alles verstanden. Wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und vielleicht findet sich noch ein anderes cooles Video auf meinem Kanal. Also einfach mal reinschauen. Von daher bis denn und tschüss.